Guten Tag, liebe Männer. Heute geht es um Betrüger in der Ukraine, Frauen, die betrügen, lügen, unehrlich sind oder sind sie doch die, die nicht so ganz schlimme sind? Haben wir sie verstanden oder ist ein Problem bei uns in unserer Denkweise oder vielleicht im Kopf irgendwas stimmt nicht? Und ob wir mit dieser Denkweise überhaupt Chancen haben, eine ukrainische Frau zu gewinnen? Oder gar nicht. Dann darum geht es. Ich weiß nicht, ob ich mich ab jetzt vorstellen muss oder nicht. Mein Sohn, der sagte, Mama, das nervt wirklich. Wenn du bei YouTube dich immer vorstellst, das nervt. Für mich ist das manchmal hilfreich, wenn dann ein Kunde oder ein Mann mich anruft und nennt mich mit dem Namen Frau Pastuchova, dann denke ich, ah, der hat meine Videos gesehen. Der ist schon bestens informiert, muss man nicht viel informieren. Wenn er so macht, als ob er meinen Namen zum ersten Mal hört, dann weiß er, ah, dieser Kunde hat meine Videos noch nie gesehen. Das heißt, er weiß noch nicht so richtig, wie ich heiße und wie mein Namen ausspricht. Aber ich muss dann Ihnen noch eine lustige Geschichte erzählen. Vor kurzem hat mich auch ein Mann angerufen und das war so. Ich kann nicht ohne zu scherzen mit Ihnen. Ja, das war so. Der sagte, ich sage Pastuchova und er sagte, wie bitte? Wie ist der Nachname? Ich sage Pastuchova und er sagte, wie? Wie heißen Sie? Ich sage, mein Name ist Pastuchova. Ich habe nichts verstanden. Wie nochmal? Habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich sage, ich bin Natalia Pastuchova, Partnervermittlung Ukraine. Und er sagte, ach, Sie sind das, die wirklich, wirklich persönlich, die aus YouTube. Da habe ich gedacht, ich werde nie Sie so persönlich erreichen. Ich werde bei Callzentrum landen. Dann habe ich gesagt, nein, nein, alles gut. Ich bin dann eigentlich fast immer persönlich dran, ne? Und ziemlich schnell gehe ich dran. Aber heute geht es um was anderes. Und schreiben Sie bitte in den Kommentaren, ob es wirklich nervt, wenn man sich persönlich vorstellt und Namen sagt. Oder sagen Sie, das ist unnötig, kennen wir schon. Ich bin dann Ihnen sehr dankbar für Ihren Tipp. Dann halte ich mich dran. Ne? Ich mache so, wie die Mehrheit sagt in den Kommentaren. Deswegen wissen Sie, jede Stimme zählt. Ich habe einen Brief bekommen. Sie erinnern sich, die Videos geguckt haben. Sie erinnern sich bestimmt an dieses Video Model bei Partnervermittlung. Model für Partnervermittlung gesucht. Und in diesem Video ging es darum, dass wir bei einem Date eine nette Dame hatten, die eine Verkäuferin ist und hat in einer Boutique gearbeitet hat, wo man Unterwäsche für Frauen verkauft. Und diese nette Verkäuferin erzählt uns, bei diesem Date, mir und dem Mann, dem Kunden, erzählte sie uns, dass es gibt immer wieder Frauen, die zu diesem Laden Ausländer, Männer schleppen und sagen, ja, mein Schatz, kannst du mir, möchtest du mir ein Geschenk kaufen? Dann nimmt sie so einen Teil davon, dann BH oder irgendwas. Und dann sagt sie der Verkäuferin, schreib bitte 10-facher in der Rechnung. Der Mann bezahlt 10-facher, ohne gemerkt zu haben. Und dieses Mädchen, diese Frau, die diese Ausländer, naive Ausländer, sagen wir, über den Tisch zieht, kommt in 2 Stunden und holt den Geld bei der Verkäuferin. Dafür gibt sie vielleicht ein bisschen Taschengeld der Verkäuferin, 2 Euro zum Beispiel. Na, davon hat sie zum Beispiel 60 Euro oder 70 Euro verdient in 2 Stunden. Das, der Mann, der hat vielleicht, wie ich gesagt habe, Unterhose hat 10 Euro gekostet, der hat 100 Euro bezahlt, davon verdient dieses Mädchen nicht nur Unterhose hat sie bekommen, sondern auch 90 Euro hat sie verdient. Das ist natürlich, das war der Sinn, sehr wahrscheinlich, nicht nur Unterwäsche. Ne? Und der Mann natürlich, du spannend, klar, nicht zu schade, mir ist nicht zu schade, vielleicht darf ich diese Unterwäsche sehen heute Abend. Und gibt er jedes Geld auch 100 Euro und lächelt dabei. Ne? Und dann diese Verkäuferin, die hat uns erzählt das und die sagte, und der, mein Kunde, der sagte, oh Natalia, das musst du erzählen, ja, damit die Männer wissen. Darauf habe ich einen interessanten Kommentar bekommen, darum geht es. Man schreibt Folgendes. Wenn eine Verkäuferin einen Kunden betrügt und damit ein Teil dieser Betrugskette ist, dann ist das keine super nette, tolle Frau. So, dann heißt das, diese meine nette, liebe Verkäuferin.
die uns diese Geschichte erzählt hat, die wirklich eine super tolle, nette Mädchen ist. Also die ist wirklich, also besser geht es nicht. Ich kann wirklich so, ich würde sie jedem empfehlen, wirklich so ein Typ, so eine liebe, tolle. Und dann sagt der Mann, der ist eine Kriminelle, weil die diese andere Kriminelle unterstützt, dann ist sie nicht mehr nett und nicht mehr so toll. Am besten muss man die rausschmeißen, sehr wahrscheinlich. Also meine lieben Herren, da, wenn ich das so lese, dann verstehe ich, sie sind in ihrer Denkweise sowas von unserer Denkweise entfernt, von Ukrainer, wo ich sehe, die Videos, die ich schon seit 10 Monaten so intensiv ihnen erzähle, ich bin noch so weit entfernt von dem Finish, um Ihnen alles zu erzählen. Ich habe noch Stoff für die nächsten 3 Jahre Ihnen zu erzählen. Wenn Sie bereit sind, freue ich mich sehr. Wir gehen alles durch. Also, überlegen Sie, dieses nette Mädchen, diese kleine Verkäuferin, die eigentlich überhaupt kein Recht hat, einen Kunden aus dem Laden abzuservieren. Der Laden gehört ihr nicht. Ihre Aufgabe ist, Produkte zu verkaufen. Der Kunde ist König. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland, gut, in Deutschland ein bisschen anders, ne? In Deutschland würde man vielleicht das nicht machen, aber entschuldige mal, Verkäufer in Deutschland, die verdienen auch genug Geld und in Deutschland gibt es andere Gesetze und in Deutschland funktioniert alles anders. In Deutschland ist alles anders. In der Ukraine, diese kleine Verkäuferin hat im Monat 200 Dollar. Die erzieht alleine ihre Tochter. Papa hilft gar nicht. Die wohnt in Kiew, die gehört zu den wenigen, die kein Eigentum in Kiew hat, weil sie aus dem kleinen Dorf nach Kiew umgezogen ist, um diesen Job für 200 Dollar zu bekommen. Dann muss sie noch ein Zimmer oder irgendwas so mieten, um mit der Tochter dort zu wohnen. Papa hilft der Familie nicht. Ihr Lohn ist 200 Dollar, wo Lebensmittel in Kiew fast so teuer sind wie in Deutschland. Die Verkäuferin ist angewiesen an jedes Euro. Die Chefin, der Laden gehört, gehört der Umsatz. Für diese Chefin ist jede Kundin wert. Die Chefin freut sich auf dieses Mädchen, die Ausländer dahin schleppt. Denken Sie wirklich, dass diese kleine Verkäuferin ist in der Lage, etwas dort zu ändern? Wissen Sie, es ist manchmal traurig. Irgendwie verstehe ich sie schon. Und irgendwie können wir jede Kleinigkeit schnappen und sagen, oh, das entspricht meinen moralischen Vorstellungen von einer guten Frau nicht. Aber wenn Sie manchmal überlegen, in welchen Verhältnissen diese Frauen wohnen, leben, dass sie jeden Tag kämpfen müssen, um einfach Brot oder Milch für diese Kinder zu kaufen, zu leisten, dass sie auf diese 2 Euro Trinkgeld sich riesig freut und die versteht, dass die ganze Welt funktioniert nicht so, wie sie sich wünscht. Die würde am liebsten diesen lieben Mann, den sie getroffen hat, heiraten und abhauen aus diesem Land, wo nur alles so läuft, wie man das nicht wünscht. Und weiß man, in Deutschland, die haben Menschen mehr Rechte, alles läuft gut und richtig und korrekt und die Menschen können ihre menschlichen Werte mit Würde tragen. Aber auch in Deutschland tragen nicht alle das. Aber hier ist es einfach, man kämpft hier nicht um Überleben, nicht um ein Glas Wasser oder Milch oder ein Brot. In der Ukraine tun sie schon. Und ich muss immer wieder beobachten, wo ist der Fall, wo die Frau gut und toll ist, obwohl sie vielleicht kleine Fehler macht. Wo ich dann immer sagen würde, pass mal auf, dieser Fehler der Frau würde ich noch nicht als schlechte Eigenschaft der Frau einschätzen, weil diesen Fehler würden 70% der Frauen machen. Durch die Lage, in der wir uns befinden in der Ukraine, verhalten wir uns etwas anderes, als wenn man hier erwartet. Verstehen Sie mich? Wenn Sie aber diese Vorstellung haben, wie Sie hier mir in diesen Kommentaren geschrieben haben, wo die Frau ist auch unkorrekt, wenn sie diese unterstützt. Was hat sie denn unterstützt?
was hat sie denn unterstützt? Die hat überhaupt keine Wahl, die muss die Klappe halten, ehrlich zu sagen. Die muss die Klappe halten. Wenn sie, sobald sie irgendwelche Anmerkungen dieser Kundin macht, die jeden Tag zwei Ausländer schleppt und Umsatz der Chefin macht, sobald diese kleine Mausverkäuferin Mund aufmacht, fliegt sie sofort aus diesem Laden raus. Die verliert ihren Job, die verliert ihren Lohn, die bleibt, sie und ihre Tochter bleiben auf der Straße. Das muss man immer im Kopf halten. Daran muss man immer denken. Man muss immer alles auf der Waage legen. Ist das die Frau, die sie bewusst betrogen hat, belogen hat? Oder ist das eine Frau, die versucht zu überleben in diesem Land und vielleicht nimmt aus dem Büro ein Teelöffel oder ein Esslöffel Kaffee mit nach Hause? Man muss immer denken, was ist relevant, was ist schwerwiegend, was hat eine Bedeutung. Also ich kann das gut sehen. Wo sind schwerwiegende Fehler, wo sind nur kleine Fehler, was ist typisch für Mehrheit der Menschen, hatte sie Wahl oder nicht, konnte diese Situation von der Frau abhängig sein oder nicht. Ich habe hunderte Beispiele in der Art, wo ich Ihnen sagen würde, das war bewusster Betrug oder das war ein, sagen wir nicht so klar, guter Verhalten. Obwohl bei der Verkäuferin, das ist eindeutig, die hatte hier keine Wahl. Das war absolut in Ordnung. Kein Mensch würde in der Ukraine anders machen. Wenn Sie sagen, es gibt Menschen, die würden das nicht machen, in der Lage, in diesem Job, würde kein Mensch anders machen. Wenn Sie sagen, die ist nicht gut, dann ist kein Mensch in der Ukraine für Sie gut. Da werden Sie keinen einzigen Menschen in der Ukraine gut finden, weil keiner ist in der Lage, anders zu verhalten, als dieses Mädchen als Verkäuferin zu machen. Und wenn Sie der Meinung, die Meinung machen, haben, das werden Sie wirklich sehr wahrscheinlich keinen finden in der Ukraine. Da bin ich mir sicher. Gut, liebe Männer, ich hoffe, ich habe so ein bisschen in die Richtung Frauen verstehen, die Lage verstehen, die Situation verstehen, sie geführt habe. Wenn Sie dann das interessant finden, schreiben Sie mir. Wir können unglaublich viele Themen in diese Richtung besprechen. Es gibt zum Beispiel solche Themen, wir haben Äpfel gekauft. Die Äpfel haben 50 Hryvnia gekostet. Ich habe ihr 20 gegeben, sie hat mir 30 Hryvnia nicht zurückgegeben. Ist das eine Betrügerin? Wollte sie mich ausnutzen, abzocken? Möchten Sie das, dazu was hören? Ich habe sehr viele solche Beispiele. Und wie ich gesagt habe, wenn ich denke, ich bin schon fertig mit allen Mitteln und mit allen Geschichten bei Ihnen und dann kommen weitere ganz spannende Sachen. Da bleiben wir noch sehr lange gemeinsam alles besprechen. Und dann bin ich ja gespannt, wer bleibt noch in der Runde und hat immer noch Wunsch, die Frau kennenzulernen, wer steigt aus. Aber die, die bleiben, die machen das bestimmt super gut. Ich wünsche Ihnen ganz tolle Frauen, tolle Geschichten, tolle Beziehungen und natürlich sehr große Liebe. Bis auf das nächste Video. Vielen Dank für Ihre Likes.